feiere ich extrem. Okay. Wir sind jetzt im Fan-Treffen hier. Wir sind jetzt im Fan-Treffen hier und hier innerhalb von dieser Runde Champ League oder wie? So, moin moin Leute und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder Champ League endlich. Ich habe auch mal guten Luck, weil es sind einige Leute drin, die mich kennen. Jo, und wir beginnen heute so mit einer Stage, die ich eigentlich mag. Ja, mittlerweile, früher habe ich sie immer gehasst, weil ich sie nie geschafft habe, wegen dieser einen Leiter hier, aber das Spiel ist eigentlich ganz einfach für mich mittlerweile. Jo, und ich habe mich jetzt doch entschieden, heute noch ein zweites Video zu machen, weil ich glaube, das Gewinnspiel-Auflösungsvideo von vorhin, oder was ich das früher noch kam, was gerade vorher noch kam, als wäre, wissen möchte, wie er ungefähr beim Gewinnspiel ausgegangen ist, oder ob ihr in den Top 25 wart, dann guckt doch am besten noch das Video schnell an, aber ich denke mal, das werden eh die meisten schon angeguckt haben. Jo, und ich dachte, ja, ein bisschen Gaming-Content muss jetzt heute doch auch noch kommen. Obwohl ich am Morgen gestreamt habe, aber ja, trotzdem gibt es jetzt doch noch so eine Runde, so eine schöne, sneakige, warum sneaky gar nicht, einfach so eine klassische Runde Champ League mal wieder. Und ja, dabei ist niemand. Ja, richtig. Ich bin ja alleine heute. Weil ich möchte, es sind in letzter Zeit dann einfach so extrem viele Leute bei mir auch immer wieder zu Gast gewesen. Deshalb habe ich gesagt, ja komm, es ist mein Kanal, hier bringst du Stuff und es können so andere Leute mitentscheiden oder mitwirken beim Kanal. Aber nicht, dass ich einfach jedes Video mit ihr und jemand anderem mache. Weil das möchte ich nicht. Oh Mann, und ich hätte den Sprung geschafft eigentlich. Läuft eigentlich ganz gut. So, dieser Elder Place, der da auch mitspinnt, das ist sicher einer, der mich kennt. Der hat nämlich gefragt, ob ich aufnehmen würde. Und dann habe ich ihm geantwortet, ja. Und dann hat er so zurückgeschrieben, okay, da muss ich wohl gewinnen. Na gut, ich bin mal gespannt. So, ich bin nämlich auch ganz gechillt drauf heute. Keine Ahnung warum. Heute Morgen war ich auch ganz chill über Stream. Wir hatten zwar, ja, glaube ich, ganz einmal kurz über 100 Zuschauer, aber das war es dann auch schon. Dann ja, wer es nicht mitgekriegt hat, wir sind ja mittlerweile nicht mehr auf der Startseite von Twitch. Deshalb ist es ganz wichtig auch an euch, deshalb lade ich auch diese Videos am Morgen übrigens hoch, dass ich jetzt streame. Ja, es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt zuschaut übrigens. Weil jetzt hängt es einfach von euch ab, von den Zuschauern, ob ihr demnächst vielleicht eine Twitch-Partnerschaft kriegen oder nicht. Ich bin ja mit Simon, also dem Twitch-Admin für deutsche Partnerschaften, wir haben Kontakt und ja, wir haben einen guten Kontakt auf jeden Fall, kann man schon so sagen. Und ja, es läuft gut, kann man so sagen, aber eben, Simon möchte jetzt wissen halt, ja, was die Startseite gebracht hat und wie viele neue Leute dann sozusagen dazugekommen sind und ob unsere Community jetzt im Endeffekt dann wirklich auch groß genug ist. Und deshalb ist es auch wichtig, dass jeder, der unbedingt oder der immer wieder fragt, ja, Monty, wann kommt die Partnerschaft oder sowas. Deshalb ist es genau extrem wichtig, dass diese Leute jetzt aktiv zuschauen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich glaube, ich übersteuere. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Allerdings ist dann der Hall wieder größer. Mann, ich weiß nicht, ich habe dann eigentlich an dem Mikrofon eigentlich schon was geändert. Ah, Mann, das könnte sein, dass ich irgendwas geändert habe aus Versehen. Das ist natürlich dumm. So. Diesmal keine Sachen. Lol. Da hat noch gerade einer gemerkt, dass er mich anscheinend auch kennt. Okay, läuft bei dem. Gut. Aufnahme. Jo. Ich nehme übrigens doch am gleichen Tag auf, und das dürfte man eigentlich auch gemerkt haben mittlerweile. Ist ja Samstag heute. Und Samstag ist ein schöner Tag, weil man da grundsätzlich auch keine Schule hat. So, vielleicht habe ich auch etwas zu leise geredet. Channel, das ist Mundilism. Ich feiere dich extrem, okay. Wir sind jetzt im Fan-Treffen hier. Wir sind jetzt im Fan-Treffen hier und hier innerhalb von dieser Runde Champ League oder wie? Am Ende wollen noch alle einen Screen haben mit mir. Oh Mann. Aber ich finde das gerade extrem lustig. Oder ich feiere die Leute gerade, die jetzt hier mitspielen. Ich denke, weil ihr werdet das Video auch sehen. Schreibt einen schönen Kommentar. Ja, da bin ich on screen. Okay, gut, gut. Ja, okay. Ja, und man fühlt sich jetzt wieder so fame auf einmal, ne? Ah, ne, ne. Ne, ne, ne. Okay, ja, nice nachs, das ist gut. Nice nachs ist gut. Kann man so sagen, ja.
Bisschen bessere Rüstung wäre noch gut, aber ansonsten läuft es ja recht geschmiert bei uns. Ich kenne dich schon seit 3 Monaten. Ah, okay. Ja, dann hoffe ich mal, dass das stimmt. Das wäre dann ja seit Anfang Februar. Jo, Februar war ein cooler Monat, was YouTube und Twitch betrifft. Ich glaube, Februar, das war auch so ein Monat, wo ich glaube ich Ferien hatte. Genau, ja, stimmt. Okay, doch, könnte gut sein, dass der mich so lange kennt. Also ich denke, es ist keine Lüge oder sowas. So. Oh Mann, ich brauche Rüstung. Rüstung ist das, was mir fehlt aktuell. Aber ansonsten, die Runde, die läuft extrem gut eigentlich. Also ich hatte heute Morgen im Livestream hatte ich zwar auch gute Runden, aber ich hatte auch Runden, wo ich eindeutig schlecht war. Oder, ja, schlechter als jetzt hier diese Runde gerade läuft. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur Glück. Oh ne, jetzt kommt eine Stage, die ich gar nicht mag. Solche um die Ecken Sprünge. Um die Ecken Sprünge. Also, keine Ahnung, wie man den sagt. Aber die sind richtig nervig. Na gut, es ist Modul 8. Das ist normalerweise ein Hard-Modul. So, mal sehen. Jetzt hier muss man irgendwie so anspringen. Scheiß 8 schreibt er, okay. Elder Place scheint dann auch da zu sein. Ah Mann, und ich spring da wieder runter. Na gut, er scheint kaum weiter zu sein an sich, denke ich mal. So, okay, gut. Aber ich habe diese Sprünge auch langsam ein bisschen drauf. Ich habe übrigens sehr, sehr lange studiert, was ich heute aufnehmen soll. Ich habe ja vorhin ein bisschen an QSG versucht, habe aber nichts weiteres geschafft als meine KD um ungefähr 0,1 zu senken. Dann habe ich was habe ich gemacht? Genau, dann war ich bei Spielkinder TV und bei Kai im Stream. Dann hat er mir YouTube angegeben auf Craft Games. Übrigens doch mal ein Dankeschön. Dann habe ich auf Hive. Ne, dann ging ich auf Raid, weil auf Raid habe ich auch YouTube bekommen. Ah Mann, ich war runter. Ah, schade. Und dann habe ich da ein bisschen FFA geübt und 1 vs 1. Und danach dachte ich, ja, also es lief relativ gut. Und danach dachte ich so, jo, jetzt gehst du mal auf Hive. Und dann bin ich auf Hive gegangen. Hab mal so plus minus 400 Punkte verspielt. Dann habe ich einfach mal Full Premium Runde ein bisschen gespielt. Hab da zwar ein, zwei Kills gemacht. Ein bisschen Punkte gekriegt davon halt wieder. Aber sonst. Nee. Lief's gar nicht heute bei mir. Und Elder Place scheint also tatsächlich durchgekommen zu sein. Läuft bei dem. Okay, ich glaube, man darf nicht zu lange W drücken, kann das sein? Ich versuch's jetzt ja nochmal. Da läuft schon. So. Ich meine, ich bin hier auch durchgekommen. Oder hier. Oder auf die Leiter hier. Ah, komm. Das muss möglich sein. Ich kann das nicht, schreibt er. Okay, ja, ist auch wieder runtergefahren anscheinend. Ja, die Stage, sie ist möglich. Sie ist eindeutig möglich. Ich habe sie auch. Ich weiß nicht, ob ich sie schon geschafft habe, aber. Sie ist möglich, ja. So. Und es geht los. Good luck. Aber ich kann es nicht mal mehr schreiben. Okay. So, wir sind ja nur noch 5 Spieler. Oh fuck, und meine Maus mal wieder. What the hell? Oh, das hat einfach viel, viel bessere Rüstung an sich. Das Problem ist jetzt, ich habe eine gute Waffe, aber dafür sonst nichts. Lol, den kriege ich doch. Oh, den auch. Oh, und jetzt leckt's. Oh, der ist einfach ausgetimt oder sowas. Na, das weiß man nicht. Na gut, ich bin jetzt eh gerade tot vom Elder Place, genau. Ja, gut. Ich meine, ich habe eine gute Waffe, dafür auch schlechte Rüstung. Und die Kombination, ja, die passt dann auch nicht sehr gut zusammen. Aber gut, den sollte ich kriegen, weil ich habe Regeneration und der nicht, genau. Sehr gut, okay, 2 Kills. Die Runde läuft also doch. Denke ich jetzt mal. Sag ich jetzt mal, behaupte ich mal. Und wenn ich so die Tonspur ansehe, dann mache ich mir extrem Sorgen. Weil ich glaube, ich habe wieder die ganze Zeit übersteuert irgendwo. Und der wäre tot, okay. Und der ja gar nichts. Ist auch tot. Und jetzt kommen die zu zweit. Jo, wahrscheinlich. Und er ist auch tot. Und jetzt kommt Elder Place. Kriege ich ihn? Ah, knapp. Der hat aber nicht mehr viel, hat gar nichts mehr. Ich habe allerdings nur noch ein Leben. Und immer wenn ich getötet werde, ist es Elder Place. So, und der muss gleich auch tot sein. Dieser Paluten-Ding.
Hey, Bro, stirb doch mal. So, endlich. So, jetzt mal sehen. Elder Place, ich will Elder Place wenigstens einmal töten. Und jetzt, wo ich noch Regeneration habe, habe ich eh keine Chance mehr. Okay. So, das geht auch eine geile Runde. GG auf jeden Fall. Aber ich denke mal auch, ja, Elder Place wird klar gewinnen, weil ich so ein paar Looten Faker. Moment, weil ich schaffe den mal schnell. Komm, Lobby. So, gehen wir ins Hub zurück oder in die Lobby. Und dann mache ich mal schnell die Spieler an, wenn er einen Screen möchte. Ey, man, dieser Paluten-Fake hat man schon gesehen. Ja, der hatte nicht sehr viel. Okay, gut. Ich stelle es einfach mal hier, wenn der noch einen Screen machen möchte. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.